think about me. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Spielkarriere. Wir spielen heute auswärts gegen Dynamo Dresden. Wir einfach gleich mal ran in die Partie. Warum ist eigentlich mein Bildschirm so dunkel? Ist also auf der Aufnahme auch so dunkel? Ist auch irgendwie dunkler, finde ich. Ob das an einem FIFA-Update lag, dass sie es ein bisschen verdunkelt haben? Keine Ahnung. Haha, kein Tor. Ja, ich gehe ab an die Kommentatoren. Das bis dann. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie. Freuen Sie sich mit uns auf ein tolles Fußballspiel. Heute erwartet uns das Spiel Dynamo Dresden gegen Werder Bremen 2. Die Gäste haben bislang die beste Auswärtsbilanz. 6 Siege aus 10 Ligaspielen stehen für das Team schon zu Buche. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen, ne? Ja, ein 5-3-2, also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Das letzte Spiel konnten Sie zu Hause gewinnen, heute soll der nächste Sieg her. Ach, war eine ziemlich knappe Angelegenheit, dieses 3-2. Aber ich denke, Sie werden heute ähnlich auftreten und sich wieder den Sieg sichern. Steffen Schwurbel ist der Leiter des heutigen Spiels. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Das könnte die Chance werden. Die Defensive steht. Ah, oh, da geht er vorbei. So langsam wird es gefährlich. Jetzt der Schuss. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Da kommt die Ecke. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Fängt diesen Ball ab. Das könnte gefährlich werden. Und da ist der Ball wieder weg. Gut geklärt, das war wichtig. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt kann er die Flanke bringen. Super durchgesetzt. Super gemacht vom Torwart. Eckball.
Der Ball kommt rein. Young! Ganz knapp über die Latte. Ah, fast drin das Ding. Was für ein Kopfball. Ja, da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht. Und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Konrad. Abgefangen, gut gemacht. Tore Jakobsen. Schmitz. Ein guter Doppelpass. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Er ist noch heiß. Eckstoß also. Ecke kommt. Schussversuch. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Tore Jakobsen. Klasse Pass. Wird's jetzt gefährlich. Da kommt der Schuss. Da geht er dazwischen. Und klasse durchgesetzt. Da setzt er sich gut durch. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Schießt er ihn rein? Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Klasse Aktion. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schöner Pass. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Sehr guter Einsatz. Das gibt Einwurf. Er versucht's. Der Schuss war nicht gut. Kein Problem für ihn. Das gibt einen Eckball. Jetzt die Ecke. Ja, was denkst du dir als Trainer nach so einer Szene? Die Riesenchance und dann kommt überhaupt nichts dabei rum. Weiter alles ausgeglichen. Oh ja, der ist unzufrieden. Heise. Gute Flanke. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Schmitz. Er entscheidet auf Freistoß. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Und da verlieren sie den Ball. Schmitz. Das könnte gefährlich werden. Da ist die Flanke. Da können sie erstmal klären. Jetzt ist Platz für den Konter. Unaufhaltsam.
Marc Pitzner. Das ist jetzt seine Chance. Schmitz. Jetzt wird's gefährlich. Heise. Und da hat er ihn da draußen gestoppt. Marc Pfitzner. Jan. Klasse Aktion, Ball ist weg. Bisschen zu weit dieser Ball. Super Timing, da kommt er raus und hat den Ball. Eine ganz starke Aktion vom Torwart. Spielt er gut mit. Das könnte die Chance werden. Da kommt die Flanke. Abgeblockt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Marc Pfitzner. Da kommt die Hereingabe. Super Kopfball. Dann fehlen hier nur Zentimeter. Was für eine Chance. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Hereingabe jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Da rettet die Latte Glück in dieser Szene. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob ihr ein... Durchgang 2 läuft. Spielt den Ball direkt zurück. Jetzt müssen sie aufpassen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Und die Flanke. Lange Flanke jetzt. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Philipp Eggersklöß. Wird's jetzt gefährlich. Und jetzt wird's Einwurf geben. Heise. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Sie bereiten einen Wechsel vor. Chance lebt noch. Gehalten, aber er ist noch drin. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Ganz energisch. Da kommt der Schuss. Souverän gemacht vom Torwart. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Das könnte gefährlich werden. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Young. Jetzt wird's gefährlich. Young! Ah, oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Und das ist der Ballverlust. Heise.
gibt's jetzt die Gelegenheit. Er versucht's. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Marc Pfitzner. Glanzparade. Und das war knapp, aber es war abseits. Der Trainer wird wechseln. Das könnte die Chance werden. Jetzt vielleicht. Das ist gut verteidigt. Jetzt kommt der Schuss. Den hält er völlig ohne Probleme. Es bleibt beim Unentschieden. Den hat er richtig gut abgewehrt. Und Ecke. Die Ecke kommt rein. Geklärt, aber der Ball ist... Jetzt gibt's hier Strafstoß. Der überpasst. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen, überzeugend verwandelt. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Konrad. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das macht er gut. Jetzt gibt's einen Einwurf. Jesper Verlaat. Dominik Volkmar. Das könnte eine Gelegenheit werden. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Mit dem Ball hat er gar keine Mühe. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft... Klasse Pass! Klasse! Jetzt schießt er! Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. So, Ecke kommt. Jesper Verlaat. Elfmeter, ganz klar. Da ist er drin, der Elfer. Das hat er erwartungsgemäß erledigt. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Wird's jetzt gefährlich? Flanke jetzt.
So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Er passt ihn auf den Flügel. Da kommt die Hereingabe. Gut gespielt. So langsam glaube ich nicht mehr, dass sie gegen ihn heute noch treffen. Ja, das Spiel geht ja auch nicht mehr allzu lange und er macht das hier heute bisher richtig gut. Wird das seine Torchance? Heise. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Da ist Platz. Jetzt vielleicht. Und Tor! Und jetzt setzen Sie noch einen drauf. Und die einzig gute Nachricht für den Gegner, gleich dürfte Schluss sein. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein und dann ein toller Abschluss. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Konrad. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Der Schlusspfiff, das war's. Schauen wir mal in die Statistik. Sie hatten tatsächlich weniger Ballbesitz. Ja, aber wenn Sie ihn hatten, waren Sie zwingender. Und daher geht der Sieg in Ordnung. Super durchgesetzt. Super gemacht vom Torwart. Der ist noch heiß. Hereingabe jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt kommt der Schuss. Den hält er völlig ohne Probleme. Da ist er drin, der Elfer. Jetzt vielleicht. Und Tor! Frag mich nicht, was sie da immer gemacht haben, als wir Ecke hatten. Dass da immer ein Elfer draus wurde. Entweder muss ein Foul gewesen sein oder ein Handspiel, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie sich richtig was reinhauen lassen da. So, was habe ich denn hier noch? Ich möchte dir mitteilen, dass ich wegen deines verletzungsbedingten Ausfalls deine Liga-Erwartung aktualisiert habe. Ich hoffe, dass du wieder auf dem gewohnt hohen Level spielen wirst, wenn du wieder richtig fit bist. Na, klasse, jetzt bin ich wirklich verletzt. Uns liegt der Bericht der medizinischen Abteilung über deine Verletzung vor. Spielname, Lenny Sekin, verstauchter Knöchel. 3 Wochen, also 3 Spiele falle ich jetzt aus. Ja, toll. Das ist natürlich unschön. Extrem unschön.
Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge, also bis dann, Showview. In Bremen fließt ein steter Strom vorbei am Weserstadion. Hier sind wir zu Haus, hier geht's uns gut. Denn Werder zaubert, siegt und lacht. Ja, Werder ist die Fußballmacht. Im Norden und im Rest der Republik.